Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Let's Play World of Warships mit Yeshio. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich werde überlegen, ob ich die freien EP noch ein bisschen hochhaue, indem ich jetzt nochmal mit der Graf Spee fahre. Denn die hatte immer noch den 100% Bonus hier. Zusätzlich zu ihrem Bonus, den sie sowieso schon hat. Den gehe ich mit der auch nochmal ins Gefecht. Dann müssen wir nämlich auch nochmal eins gewinnen mit. Und dann wird das. Die Teammitglieder. Zwei Flugzeugträger auf dem Ohr. Oh nein, mag das nicht. Zwei Flugzeugträger und 1, 2, 3, 4 Zerstörer. Geht auch jetzt mal ab hier. Jetzt geht's ab. Also das wird garantiert kein einfaches Gefecht für einen Kreuzer. Behaupte ich jetzt mal so. Aber wir schauen. Einmal den Diener machen und Danke sagen. Ich werde übrigens, wenn ich dann mit der PlayStation wieder zocke, werde ich dann diesmal oder die nächsten Male auch mal den Original-Upload von der PlayStation nutzen. Damit seht ihr dann diese Programmmaske nicht, sondern halt die von der PlayStation. Der hat schon mal so auf dem Schirm habt. Wenn es soweit ist. Ne? So, dann wollen wir mal D anlaufen. Mal gucken, was wir bei D so reißen können. Ah, auf die Miss. Was? Ach so, auf die T22. Das ist ein Zerstörer sich gerade. Ja, ist eine gute Idee. Eine sehr gute Idee. Oder noch drauf? Auf das Flugzeug? Natürlich. Achtung, gegnerischer Jäger. Ja, nee, ist klar. Ja, natürlich. So, auf die können wir nicht schießen. Die ist hinter dem Berg. Die hält hinterm Berg sozusagen. Ihre Anwesenheit. Aber lass uns doch schon mal so ein bisschen auf den Kreuzer schießen dahin. Einfach nur so, weil wir es können. Man weiß es ja nicht. Oh, guck mal, was da so kommt. Ey, guck mal da, was der so kommt, Dude. Verdammte Hacke. Drehe ich gerade in die falsche Richtung eigentlich, um das... den ganzen zu entkommen. Verdammt, ein Treffer. Ah, ärgerlich. Mal wieder heile, heile Gänschen machen hier, mit dem Schiff. So. Komm mal mit in deine Nebelwand hier. Jungs und Mädels, macht doch nicht so ein... Wenn wir da mal einen hinsetzen. So, müsste eigentlich gehen. Ohne, dass ich den jetzt aus der zweiten Reihe treffe. Aber, ha. Wenn wir Glück haben, fährt der mitten rein mit seinem kleinen Zerstörer. Dreht ab.
Gut. Getroffen und weg vom Fenster. So. Kommen schon wieder ein paar Torpedos. Die sind aber vom Flugzeug abgesetzt, glaube ich, oder? Nee. Ah, die werden nicht gefährlich. Alles gut. Die laufen schön brav dran vorbei. Hinterm Heck. Das gehört. So, einmal abdrehen. Einmal reparieren. Jetzt können wir das ja mal in Ruhe machen. So, dann sind wir das diesbezüglich auch wieder im grünen Bereich, würde ich sagen. Da ist er. Iron Duke mal ein bisschen aufs Korn nehmen. Zweifelsfalle sogar anziehen. Ne? Feuerteufel spielen. Komm ich nicht dran? Verdammt. Bei den Iron komme ich dran, ne? Und auf welcher Höhe ist der Rumpf? Da ist er. Alles für dich, Schatz. Alles für dich. Komm. Immer schön in die Vollen. Bums. Der bremst, der ist nicht mehr so schnell. Nee, der bremst ab. Ah, der bremst ab. Okay. Ja, bremst ab. Beschleunigt er wieder. Und dreht ab dabei, okay. Boah, Alter, Torpedotreffer, geile Nummer. Torpedotreffer und Feuer hat er, glaube ich, auch gehabt, ne? Da kommt ein Torpedo. Aber nichts. Geschichte. Und wir machen jetzt hier vom Acker. Flotte verstärken auf der Flanke hier. Wir sind noch ordentlich unter Beschuss von den Flugzeugen. Da müssen wir gleich aufpassen, dass wir nicht in irgendwelche Torpedos reinlaufen hier. Aber ansonsten die Schlacht doch eigentlich schon mal ganz gut aus. Punktetechnisch sieht sie super aus. Und Schiffe technisch auch. Noch. Ich wiederhole, noch. Das ist immer so eine Sache. Kann sich nämlich sehr schnell wenden, dieses Blatt. Einmal nicht aufgepasst. Ein, zwei gute Zerstörer-Jungs dabei und schon hat sich das. Die dann auf einmal so komische Sachen so machen, so ausweichen und so, ne? Die nicht treffen kannst. Unberechenbar durch die Gegenkurven. Na gut, wenn ich Motorrad fahre, will ich auch Kurven fahren. Aber den treffe ich jetzt. Nicht, verdammt, doch gar nicht. Ah, nehme ich mir mal die Cleveland vor. Ob wir da ein bisschen was zündeln können.
Da hinten sind auch die beiden Flugzeugträger. Die werden von denen unterstützt. Das ist natürlich eine Sache, ist klar. Jo, jetzt schießt die auf mich, du. Dann drehen wir mal ab. Braucht da nicht unbedingt so Löcher im Rumpf. Nein, nein. I don't need that. I don't need that. I don't want it. Dann war da auch ein Treffer. Sehr schön. Auch direkt ein guter. So, mal schauen. Ja, passt auch. Versteckt die sich? Ah, verflixt. Ist natürlich doof, dass sich jetzt verstecken fährt. Die New Mexico ist Feierabend gemacht. Die versteckt sich tatsächlich hinterm Berg. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja. Muss ja aber erstmal wieder auftauchen. Irgendwann muss sie da ja auch mal wieder raus, ne? Jetzt wahrscheinlich der Annahme, dass sie nicht mehr in irgendwelchen Visieren erscheint. Ich werde jetzt mal spaßeshalber dorthin stehen. Ist die Cleveland wieder. Hallöchen. Ah, die ist zu weit weg. Die ist zu weit weg für mich. Ja dann. Na komm. Dann drehe ich jetzt die Türme schon mal um. Und fahre eine Schleife. Und passt. Die Ghostbuster hat aber auch schon ordentlich aufs Auge bekommen hier, wa? Was haben wir denn generell noch als Gegner? Die Fuso haben wir noch offen. Ja, die Fuso haben wir noch offen. Die Independence ist noch hinten am Schippern. Und so wie das aussieht, hat die eigentlich keine Unterstützung mehr, kann man sagen. Independence. Dann lass uns doch mal in die Richtung laufen. Ist auch das nächste. Da mal so ein bisschen drauf schießen. Ja, ach, die liegt da hinten auch noch. Ah, die liegt auf der Stelle. Das ist doch klasse. Dann lass uns da doch mal ein bisschen drauf schießen. Junge, das ist auf dem Schießstand. Die liegt auf dem Schießstand. So richtig. Feierabend. Und ich treffe die nicht, da gibt's ja gar nicht. Zwei Stück haben wir noch. Ah, ich war's nicht. Die Runde ist beendet. Wir haben gewonnen. Yeah! Endlich mal! So, tägliches Öl ist abgeschlossen. Heißt? Stufe 5 oder drüber. Ah, okay. Wie viel hat es denn dann gegeben? Einfach nur Erfahrung oder was? Öl sammeln. Ah, das haben wir dann abgeschlossen. Wie viel Öl haben wir denn jetzt zusammen? Ich habe zwar einen Bonus gegeben.
Wäre natürlich cool, wenn es da jetzt auch so einen Ölbonus gegeben hätte. 45. Ja, nicht wirklich. Na gut, na gut. Ehre den Helden. Da, 25 Öl wurden zugestellt. Doch, das ist ein Bonus, den hat es gegeben. Und 5000 freie EP fürs Öl sammeln. Wie geil ist das denn? Ich glaube, ich bin im Schlaraffenland oder wie das Ding heißt. Hammer! Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Stream gefallen hat, lasst mir doch ein Follow da und für die Videos ein Like und für den Kanal ein Abo. Bis dann, macht's gut, bye bye.